Beim sensationellen Finaleinzug von Penta 1860 in der Pro Division war er einer der Schlüsselspieler. Rulfien ist in diesem Sommer einer der besten Jungler der Prime League. Vorne wanted, aber dann starke Ultimate und damit kill Rulfien! Als Carry-Jungler unterstützt Rulfien sein Team von Beginn an und macht vor allem das Botlane-Duo aus Funky und Leon noch stärker. Er ist wirklich eine Figur, die das Team anleiten kann. Ein Captain mit einer Leader-Persönlichkeit, die wirklich auch wichtig für sein Team ist, um Leute mitzureißen. Sowas wird wirklich unterschätzt, auch gerade in einem Best of Five. Wenn du halt Leute, dass sie um dich herum rallyen können. Sie wissen, ey, er kann Leute mitreißen, mit, dass sie wirklich auch den Sieg haben wollen. Dieser Hunger danach wird immer viel diskutiert. Das ist etwas, was Rulfien, glaube ich, das assoziiere ich mit ihm. Und das Tolle an ihm ist auch, dass er die Mechanics mitbringt, das auch umzusetzen. Es ist durchaus nicht leicht, einen neuen Champion wie Ego einfach so zu verwerten und das Ganze auf höchstem Level permanent zu spielen. Und auch dann jedes einzelne Game die Verantwortung, die Hauptverantwortung für sein Team zu schultern. Seine Mitspieler können sich auf den starken Jungler verlassen. Rulfien oder Tom hat, denke ich, die meisten Aufgaben im Team. Es kommt natürlich immer darauf an, was für einen Spielstil wir spielen mit unserer Team-Composition. Aber meistens gibt uns dann Tom den Gameplan und macht auch überwiegend das Early-Game-Shotcalling und dann später machen wir das eigentlich zusammen. Aber der größte Job von Tom ist außerhalb vom Spiel. Er bringt halt mega viel Energie mit in die Drafts rein, in die Diskussionen, auch dass wir halt Probleme bewältigen zusammen als Team. Also er macht da schon echt sehr, sehr viel. Vor allem auf Champions wie Viego und Diana scheint sich der Jungler wohlzufühlen. Bas rein, Sartorius versucht sich vielleicht nochmal von hinten anzuschleichen. Wow, der One-Shot! Ruhigen! Der Viego-Gott, der schlägt hier einfach zu! Für Penta 1860 ist Rulfien auf jeden Fall eine Win-Condition. Im Finale muss er für sein Team vorangehen.